Hey ho YouTube und herzlich willkommen zum ersten Lesestapel 2017. Sehr heftlastig und wird jetzt gleich so ein kleiner Veränderungstrend auffallen zum Ende des Videos hin. Ich fange erstmal mit den ganzen normalen Materialien und danach werde ich darauf zu sprechen kommen, was sich in Zukunft ein bisschen ändern wird meinerseits. So, dann fangen wir mal an mit den ganzen Heften, die ich hier liegen habe. Und zwar habe ich hier liegen Superman Heft 56. Es ist noch nicht die finale Ausgabe, aber es ist die vorletzte. Und auf der Rückseite sieht man schon richtig, richtig geile Werbung für, das heißt richtig geile Werbung, war ein cooles Werbebild für DC Rebirth. Startet jetzt ja bald bei uns. Bin ich echt mal gespannt drauf, was DC Rebirth für mich so abreißen wird. Freue mich über das erste Mal Superman, die letzten paar Hefte von zu lesen. So, dann geht's weiter bei den Avengers. Das Event läuft ja noch hier. Standoff. Steve Rogers ist wieder Captain America. Steht schon auf dem Cover drauf. Das ist so die Sache gewesen, die ich euch beim letzten Heft zum Schluss nicht spoilern wollte, weil das war so der große Cliffhanger vom letzten Heft. War ja, wie gesagt, eh nur eine Frage der Zeit, bis Steve Rogers wieder ins Captain America Kostüm schlüpft. Lucy, wie wir alle wissen, durch US-Teasereien und bla bla bla, kommt jetzt erstmal dieses Event mit Hydra, wo sich herausstellt, dass er die ganze Zeit zum Doppelagent war. Ich werde es mir definitiv reinziehen, wenn es auf Deutsch erscheint, ansonsten werde ich auf US-Hefte zurückgreifen müssen. Bin auf jeden Fall gespannt drauf. So, dann haben wir hier Spidey vs. Iron Man. Immer noch Alex Ross Cover, Spider-Man Ausgabe 7. Ich habe mich ja zwischendurch ein bisschen schwer getan mit der Serie. Jetzt hat sie mich beim letzten Heft wieder abgeholt, weswegen ich jetzt hier sogar mit Vorfreude wieder dran gehe, weil ich die letzte Heft echt cool fand. Und ich muss echt sagen, diese Alex Ross Covers, die sind echt der absolute Hammer. Schade, dass der nicht immer Cover zeichnet, vor allem Marvel-Serien. Aber dann wird man sie wahrscheinlich irgendwann, wenn man dann ein bisschen übersättigt. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, Spidey macht wieder Spaß, nachdem er ein, zwei Hefte Durchhänger hatte. So, bei Batman geht's weiter auch mit Heft 56. Ziemlich cooles Cover, finde ich. Man sieht auf dem Cover direkt den Jim Gordon als Batman. Ich hatte mich zwischendurch echt schwer getan mit dem Jim Gordon als Batman. Dann hat er mich jetzt mit den letzten beiden Heften tatsächlich wieder abgeholt. Hätte ich gar nicht gedacht, dass mir der nochmal Spaß macht. Und deswegen, wenn ich so reinblätter, sehen die ersten paar Panels auf den ersten Blick auch ziemlich cool aus, muss ich sagen. Und ja, zieh ich mir rein. Es ist wahrscheinlich auch, glaube ich, das vorletzte oder das vorvorletzte Heft von Batman. Ich weiß, dass jetzt im Dezember insgesamt zwei Hefte rausgekommen sind. Auf jeden Fall wirken die Zeichnungen ganz stimmig, sieht alles recht düster aus und bin schon gespannt drauf. So, Deadpool, auch so eine Serie, die ich zwischendurch mal gekickt hat, um dann direkt wieder einzusteigen einen Monat später. Cover sieht lustig aus. Im Endeffekt ist Deadpool jetzt bei mir geblieben, weil er dann doch ganz lustig ist, muss ich sagen. Ist, glaube ich, mit der Mark Waid-Serie bis jetzt die lustigste oder am besten zu lesende Deadpool-Serie, die es gibt bis jetzt, finde ich sogar. Wer da die Hälfte verpasst hat, da kann ich sagen, guckt euch da auf jeden Fall mal die Trades von an. Da macht ihr nicht viel mit falsch. Ist halt leichte Unterhaltung à la Deadpool, allerdings mal gute, leichte Deadpool-Unterhaltung. So, dann geht's weiter mit Iron Man Heft 6. Bendis und Malief, eins meiner neuen Lieblingsduos in der Comicbranche, weil ich habe die beiden ja hier lieb gewonnen, kann man fast sagen. In der International Iron Man Serie, ich habe schon gesagt am Anfang, dass mir diese independent-mäßige Zeichnung echt gut gefallen. Da wurde von euch darauf aufmerksam gemacht, dass der gute Mann, dass das Trio Duo auch zusammen die Daredevil-Sachen gemacht hat, wo ich auch extrem am Abfeiern bin. Und der Zeichner hat auch hier diesen Lando-Band von Star Wars gezeichnet. Ich wollte gerade rausgraben, aber ich finde den gerade hier nicht auf Anhieb. Auf jeden Fall begnadeter Zeichner, der einen sehr hohen Wiedererkennungswert hat, weil er sehr eigen ist von den Zeichnungen. Aber genau das feiere ich, wenn ein Zeichner halt Wiedererkennungswert hat und nicht zu standardmäßig aussieht. Und International Iron Man ist zurzeit einer der besten Ongoings im Marvel, bei Marvel, finde ich. So, dann zu einer der besten Ongoings überhaupt, war deswegen auch bei meiner Jahresrückblick Top 11 dabei. Justice League, mittlerweile Teil 10 von Darkseid-Krieg, das heißt schon fast ein Jahr ist der Darkseid-Krieg dran. Ich habe gerade echt einen bösen Spoiler beim Durchblättern eingefangen. Ich kann nur so viel sagen, es wurde angeteasert beim Ende von Forever Evil und hat was mit Superwoman. Heißt es Superwoman oder heißt es Powerwoman? Oh mein Gott. Man sieht, ob ich den Namen jetzt hier gerade irgendwo durch Zufall aufschnappe. Natürlich schnappe ich ihn jetzt hier nicht auf. Ich meine aber, sie heißt Powerwoman. Auf jeden Fall, das, was angeteasert wurde von Forever Evil. Jetzt fragt ihr euch, was wurde angeteasert? Lies das Comic. Ja,
total fett. Bis jetzt, ich bin Justice League schon seit der ersten Ausgabe am Feiern. Ich glaube, so um Ausgabe 7 oder 8 war die Justice League mal kurz am Schwächeln, aber sind es mittlerweile bei 55 Heften angelangt. Und da dürfen ruhig mal ein, zwei geschwächelt haben, ohne dass man das sehr großartig böse nimmt. So, dann Star Wars Heft 17 mit Prinzessin Leia auf dem Cover drauf, was von der Thematik ja recht passt, weil die Schauspielerin jetzt ja gerade gestorben ist. Sind drin auch nochmal als Poster drin. Ein sehr, sehr schönes Cover, finde ich. Star Wars, ich erwähne es immer wieder, einer der Heftserien überhaupt. Ich bin echt super froh, dass ich in diese Heftserie eingestiegen bin, weil das eine Heftserie ist, die mich echt schon vom ersten Heft an richtig krass begeistert hat. Natürlich war beim ersten Heft so bei mir ein bisschen so die Euphorie, weil ich noch nie großartige Star Wars Comics gelesen habe und dann dachte ich, okay, bei Marvel mit guten Autoren, sag ich, dann muss das ja gut werden und war dann eh so ein bisschen euphorisch, wo ich dann mir das erste Star Wars Comic gekauft habe. Dann mit dem zweiten und dritten Heft musste ich feststellen, okay, das ist jetzt nicht nur der Anfangshype, auf dem ich hier gerade mitschwimmen bin, weil ich jetzt wusste, dass das in den USA wie sonst was eingeschlagen hat, sondern weil mir die Geschichten, die Story und die Zeichnung einfach nur richtig gut gefällt. Man merkt wirklich, was für ein Herzblut die Autoren und Zeichner bei Star Wars reinsetzen und was für eine hohe Qualitätskontrolle Marvel bei den Star Wars Comics haben muss, dass da halt echt nur qualitativ hochwertige Comics bei rumkommen. Also bis jetzt fand ich echt alles gut. Ich muss mal gerade gucken, ob ich von den Marvel-Sachen irgendetwas schwächer fand, aber da fand ich bis jetzt tatsächlich alles richtig stark, was ich gelesen habe. Dazu muss man sagen, was ich halt nicht so stark finde, das sind die Sachen aus der Star Wars Comic Collection, die ich jetzt nach Ausgabe mal gucke. Nach 6 habe ich das Abo tatsächlich gekündigt. Ich war jetzt zwar die ganze Zeit auf der Kippe am Stehen, aber da ich von den ersten 6 Bänden nur 2 wirklich richtig gut fand, weg damit. Also da gibt es dann genug andere Sachen, die ich lese. Und beste Beispiel, ich habe bei Band 5 und 6 immer noch nicht gelesen von der Star Wars Collection. Auf jeden Fall, die ist nicht so der Hit. Also die empfehle ich nicht so uneingeschränkt an alle Leute, aber die Heftserie von Star Wars, die gerade bei Panini läuft, ist der absolute Knaller. Absolute Top-Serie. So, und dann zur Sache, die sich jetzt ein bisschen ändern wird hier. Und zwar hatte der gute Dr. Faustus mir ja die ersten 8 Hefte von Mighty Morphin Power Rangers geschenkt. Mittlerweile habe ich die ersten 3 Hefte gelesen und musste für mich selber feststellen, dass mein Englisch gar nicht so scheiße ist, wie ich hier immer groß am Predigen bin. Es gibt zwar natürlich Wörter, die ich einfach nicht kenne, weil ich einfach so noch so einen Funken Rest von Schulenglisch in der Birne habe. Allerdings das in Verbindung mit Google reicht komplett für mich aus, um US-Comics zu verstehen. Ich brauche jetzt so für so, ich nehme erstmal hier das Heft 9 von Mighty Morphin Power Rangers. Das sind dann so 20 Seiten. Und für die 20 Seiten brauche ich fast also eine Stunde wäre übertrieben. Aber ich brauche dafür auf jeden Fall sehr viel länger, als wenn ich ein deutsches Heft lesen würde. Sagen wir es mal ja so. Aber es ist angenehm und passt für mich. Und da diese Serie nicht auf Deutsch erscheint, habe ich mir dann jetzt hier bei meinem Händler, der hatte Heft 10 noch davon. Den Rest musste ich mir leider auch beim anderen Händler im Internet bestellen. Musste mir dann halt dieses US-Heft jetzt zulegen. Und das funktioniert für mich sehr gut. Ich freue mich auch jetzt, das Heft 10 zu lesen. Allerdings werde ich dafür erstmal noch bis Heft 7 lesen müssen, die ich hier liegen habe. Also der Dr. Faust hatte mir Heft 0 bis 7, also die ersten 8 geschenkt. Jetzt musste ich mir Heft 8 und 9 und 11 und 12 beim Comic Express bestellen. Allerdings hat er so einen 1 zu 1 Umrechnungskurs, was ich total unverschämt finde. Da macht mein Händler schon besser. Da gibt man 90 Cent pro Dollar. Das heißt, so ein Heft kostet ca. 3,60, was ich total annehmbar finde. Und gerade bei diesen Independent Comics, also jetzt, das ist in dem Fall Boom Studios, ist die Papierqualität echt sehr gut, sehr dick. Nicht ganz so gut wie bei Panini, aber dafür ist der Preis auch günstiger. Und das hat das bei mir dazu geführt, dass ich mir dachte, da gehen mehr US-Serien. Ich will jetzt nicht ausatmen, dass ich mir 5, 6 US-Serien kaufe, weil dafür bin ich beim Lesen von US-Material einfach zu langsam. Trades mache ich jetzt auch noch erstmal noch einen ganz großen Bogen drum, weil wenn ich am Heft schon so lange sitze, werde ich an so einem normalen Trade mit 6, 7 US-Heften wahrscheinlich so eine Megabandlänge dranhängen. Und das ist mir dann noch zu lang und da traue ich mich noch nicht dran. Aber ich habe mich dazu entschieden, ein, zwei Serien im US-Original zu lesen, die bei uns in Deutschland nicht erscheinen. Das hieß, ich habe direkt mal den Mabugo angeschrieben, habe gefragt, ey, wie sieht's aus mit der Daredevil-Serie? Weil er hat davon ein paar Sachen gereviewt, meine ich, wo kann ich da gut einsteigen? Der meinte, mit der 15 könnte ich gut einsteigen. Das wäre der Beginn eines neuen Story-Arcs. Ich sofort meinen Händler angerufen, habe gesagt, pass auf, ich möchte das Daredevils-Abo haben ab Ausgabe 15. Der hat mir dann erstmal erklärt, wie das so funktioniert. Geht nämlich so einfach nicht. Ich konnte die Serie jetzt erst ab
ab Heft 18 ins Abo nehmen, weil man immer 3 Monate im Voraus bestellen muss. Und dann hat er mir direkt das hier in die Hand gerückt, weil ich das doch noch mehr US-Serien haben möchte. Und das ist der US-Preview-Katalog. Ich bin total erschlagen, was in 3 Monaten in den USA an Heftserien erscheint. Unglaublich. Da drin befindet sich dann einmal hier so ein Marvel-Preview-Ding, weil Marvel braucht eine Extra-Wurst und möchte nicht in diesem Katalog drin sein oder beziehungsweise war jahrelang da drin, jetzt sind sie nicht mehr hier drin. Und sind jetzt hier drin, aber es ist halt das gleiche in Grün, bloß dass man jetzt hier halt ein extra App für die Marvel-Sachen hat. Und ich sollte mal durchgucken, was ich hier von noch so ins Abo nehmen möchte. Da das, wie gesagt, mein Englisch nicht das Beste ist und ich lange zum Lesen für englisches Material brauche, habe ich mich entschieden, jetzt erstmal pro Verlag eine Serie zu nehmen, wo oder maximal eine Serie pro Verlag zu nehmen, sodass ich mich so ein bisschen rantasten kann und halt mich so ein paar Sachen rauspicke, wo ich halt davon ausgehe, dass sie in Deutschland so nicht erscheinen werden und dann halt die US-Serie ins Abo nehme. Den Anfangskatalog macht dann Dark Horse, aber bei Dark Horse musste ich feststellen, dass von Dark Horse doch tatsächlich alles auf Deutsch veröffentlicht wird, was für mich auch nur irgendwie annähernd interessant ist. Und das war so eine Sache, die ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Mir war gar nicht bewusst, dass von Dark Horse so viel in Deutschland veröffentlicht wird. Bei DC habe ich mich noch nicht so wirklich durchgeguckt, weil von DC wird ja was Interessantes größtenteils veröffentlicht. Da waren es so Sachen wie, was mich da vielleicht interessiert hätte, wäre Blue Beetle. Allerdings ist das schon bei Ausgabe 8, also da werde ich nicht mehr einsteigen. Danach kam dann IDW. Wo ich dann erstmal überrascht war, wie viele Turtle-Serien es gibt. Das war mir gar nicht bewusst. Das sind dann eher immer so 2 Seiten mit Turtle-Heft-Serien. War ich echt überrascht drüber. Aber von IDW gibt es direkt mal 3 Serien, die jetzt bei mir ins Abo landen werden. Dafür wiederum habe ich einen Cedi von Nerds to Nerds angeschrieben und zu fragen, ob es sich lohnt, bei den Transformers reinzugucken. Der meinte definitiv, der meinte, es gibt nur eine Serie, die scheiße ist. Das muss dann die hier sein, dieses Transformers Revolution Oh Yeah. Also die ist für mich komplett uninteressant. Was ich mir aber holen werde, sind Transformers Revolutionaries, dann ein Transformers Optimus Prime und Transformers Lost Light. Das sind 3 Serien, die allerdings nicht monatlich erscheinen. Also in diesen 3 Monaten erscheint pro Serie ein Heft. Das heißt, dass die alle so ein Intervall von, die erscheinen alle 3 Monate haben. Und da ich früher echt extremer Transformers-Fan war, mit früher meine ich wirklich früher, da war ich so in der Grundschule, wo noch die Zeichentrickserie im Fernsehen lief davon, fand ich total fett. Und die Transformers-Serien, also 3 Stück von den 4 Transformers-Serien landen das bei mir im Abo, die Daredevil-Serie und die Mighty Morphin Power Rangers, damit bin ich bei 5 US-Serien, die jetzt bei mir im Abo gelandet sind. Und das war's erstmal. Ich bin gerade noch ein bisschen verliebt mit einer neuen Serie von den X-Men, die startet in den USA, und zwar X-Men Prime. Allerdings ist das so eine Sache, die wahrscheinlich so und so bei uns in Deutschland erscheinen wird und dann lese ich es wahrscheinlich echt lieber auf Deutsch und wollte mich jetzt echt erstmal versuchen, nur auf Sachen zu konzentrieren, die halt in Deutschland so nicht erscheinen. Wenn ihr Bock habt, dass ich den Preview-Katalog mal ein bisschen ausführlicher vorstelle, was halt echt ein dickes Ding wird, das heißt, wenn ich den ausführlich vorstelle, wird das so ein stündiges oder wenn nicht sogar anderthalbstündiges Video, aber wenn ihr da Bock drauf habt, bitte ballert mal die Kommentare und wenn ich jetzt in den nächsten 1-2 Wochen irgendwann Zeit finde, mich 1,5 Stunden oder 1 Stunde oder ich weiß nicht, wie lange ich dafür brauche, hinzusetzen, um euch den Preview-Katalog mal komplett ausführlich vorzustellen, ballert es in die Kommentare, wenn das Interesse da ist und wenn ich die Zeit dazu finde, werde ich das dann für euch machen. Ansonsten hat gesagt, bitte ballert mir in die Kommentare, wie ihr das so handhabt. Das würde mich mal interessieren. Wie viele Serien ihr im US-Original liest und wie viele ihr in Deutsch liest und wovon ihr das abhängig macht. Oder ob ihr das auch so handhabt, wie das ich in Zukunft handhaben werde, dass wenn eine Serie wie jetzt hier die Power Rangers oder Daredevil in Deutschland nicht erscheint, dass ihr euch dann halt, dass ihr halt hingeht, nicht großartig Trübsal bläst und einfach direkt die Sache im Original kauft. Würde mich echt interessieren. Ballert es in die Kommentare. Ansonsten sei gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein! Yeah.